Train Simulator 2014. Ja, und hiermit möchte ich euch auch zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal begrüßen. Und zwar spielen wir heute den Train Simulator 2014. Ich habe den Train Simulator 2013 schon länger auf meiner Festplatte gehabt und habe dann heute in Steam geguckt und hat das sich das geupdatet. Und dann habe ich das heute den ganzen Tag durchgezockt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal ein Let's Play. Ich will euch das Spiel mal nur kurz zeigen mit einer Strecke im Karrieremodus. Ja. Die nicht so lange dauert. 20 Minuten hier. Diesel Dock Duties. Auf der Strecke Hamburg zu Hannover. Ja. Ja, der Train Simulator ist eben ein Zugsimulator. Den gibt es auf Steam. Den könnt ihr runterladen für 29,99. Und dann gibt es da ganz viele Add-ons, für die ihr euch alle kaufen könnt. Wisst. Ich weiß es nicht, was da bei der Originalversion bei ist, wenn ihr euch den Train Simulator 2014 kauft. Ich glaube, drei Strecken. Hamburg zu Hannover ist, glaube ich, nicht dabei. Die habe ich mir extra heruntergeladen. Ja, da müsstet ihr in Steam mal gucken. Genau weiß ich das nicht, weil ich habe mir schon für den Train Simulator 2013 ein paar Sachen gekauft. Auf jeden Fall ist dieses Spiel, finde ich, der beste Zugsimulator, den es zurzeit auf dem Markt gibt. Mit teils sehr realistischen Sachen und auch aus den Sachen aus der Community, wie im LS. Deswegen will ich euch das Spiel nicht vorenthalten, das mal spielen. Wie gesagt, ich zeige euch das jetzt erstmal in einem kleinen Video, wie das so ist. Und dann werden wir weitersehen, wie sich das macht. Also müsst ihr mal mit Likes bestätigen und in die Kommentare schreiben, ob ich das dann weiterspielen soll. Aber wir fangen jetzt erstmal an. Das hier steht leider alles auf Englisch, aber ja. Wir sollen heute leere Waggons vom Hansehafen aufsammeln. Also wir sind hier in Hamburg am Hafen. Ja, wir sollen Quetzi at the Hansehafen reverse world train again at the blub 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 blub. Ja, wir sollen einfach ein paar Waggons aussuchen. Wir können hier erstmal unser Licht anmachen, damit wir überhaupt was sehen. Denn müssen wir uns hier erstmal zurechtfinden. Spielerzentrieren, wir sind hier. Wir sind auf Hamburg Hauptbahnhof Gleis. Wir sollen über die Station Hamburg Hauptbahnhof 303 fahren. Und dann kuppeln wir ganz viele Waggons an. Ich kann ja mal unsere Aufgaben anzeigen. Wir sollen nach vorne fahren, deswegen. Weil wir sollen rückwärts fahren. Deswegen ändere ich hier mal das Licht, dass es hier so ist. Hier gibt es auch Scheibenwischer. Wenn man will. Das regnet ja. Man kann auch hupen. Das ist auch okay. Ja, man kann Sand streuen, man kann die Passagiere aus einsteigen lassen, man kann hier ganz viele verschiedene Kameraperspektiven machen. Wir fahren hier, ja, wir dürfen nicht über das rote Signal fahren, was da irgendwo vorne bei uns ist. Aber ich will hier jetzt erstmal losfahren. Hier kann man Richtungswende einstellen, Bremse, und hier kann man losfahren. Das werden wir dann auch gleich machen. Achso, wir wollen ja rückwärts, Moment. Einstellung Notbremse. Sehr. Es gibt auch Punkte dafür. Das lasse ich jetzt erstmal außen vor. Wir fahren hier jetzt erstmal los. Wir dürfen auch nur 60 fahren, deswegen muss ich mal gucken, dass ich nicht so schnell fahre. Ja, und diese Loks hier sind ja auch sehr detailliert, muss ich sagen. Wie man hier sehen kann. Sehr geile Modelle. Oh, Geschwindigkeitsbeschränkung, da merkt ihr schon. Ja, ich mache jetzt Minuspunkte, weil ich hier am Erklären bin. Wenn wir richtig anfangen, dann werde ich das natürlich ordentlich machen. Dann werde ich auch einen Zug fahren, der automatisch die Geschwindigkeit regelt ab einer gewissen Stelle. Das ist, glaube ich, PZB heißt das. Oder, nee, LZB. Wie es auch immer heißt, ich bin kein Bahnmensch. Auf jeden Fall steuert das dann automatisch die Zuggeschwindigkeit. Hier ist so ein Feuer, hier ist ein Arbeiter, der bewegt sich sogar. Das ist auch neu im Train Simulator 2014, dass das hier animiert ist. Die ganzen Umgebung. Man hört hier auch schön die Geräusche. Wenn man voll Gas gibt, hört man auch das Motor dröhnen. Dann, wie gesagt, ich finde das Spiel echt geil. Und ich lasse es einfach mal für Sie sprechen. Das hier ist jetzt so eine Aufgabe, wo man zusammensammeln kann, weil die nicht so lange dauert. Wir gucken uns das Ganze mal von drin an. Hier haben wir auch sehr viele Anzeigen animiert. Wir haben hier Knöpfe, wir haben hier Schalter. Wir können hier vorne und hinten rausgucken. Ja, da haben wir auch unsere Fernbedienung, also unsere Steuerung hier vorne. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ist das Signal hier für uns rot? Nee. Das ist für jemand anders. Rot, wir dürfen hier 60 fahren, also geben wir mal ein bisschen Gas.
Da vorne sehe ich aber ein rotes Signal, oder? Ich muss mal bremsen. Bremsen wir mal. Da muss ich erstmal fragen, ob ich das Signal. Ja. You fail to stop at the correct place. Drive to your next destination. Ja, wir haben es gleich gefailed. Das ist auch doof. Naja. Muss ich erstmal gucken hier. Jetzt habe ich das verkackt wieder. Oh, hauaha. Da vorne ist nämlich die Strecke zu Ende. Und ich muss jetzt erstmal sehen, wo ich hin muss. Oh, hauaha. Das fängt ja wieder gut an mit mir. Vorhin habe ich das alles hinbekommen. Ach, es kommt doch immer noch ein Reden. Hier ist ein anderer Zug, der rast hier längs. Und wir sollen jetzt diese Waggons angucken. Da müssen wir jetzt. Das sind wir ja gleich. Na toll. Haben wir es verkackt. Oder? Ja. Zug entgleist. Ja, da sehen wir auch, wie ich das verkackt habe. Ich muss jetzt mal kurz hier gucken, dass es neu lädt. Das fängt wieder gut an mit mir, ne? Hm. Blöde Sache. Ja, egal. Machen wir das gleich nochmal neu und richtig, ohne Minuspunkte. Ja, der Ladebildschirm ist etwas lang. Naja, egal. Ich mach da einen Mist aus, weil ihr wisst ja, ich werde dann öfter verkacken, ne? Einen Ladebildschirm versuche ich dann rauszuschneiden, aber jetzt habe ich ein bisschen. Jetzt kann ich noch ein bisschen erzählen wieder. Oder doch nicht. So, wir machen das jetzt nochmal aber richtig. Hier in der Richtung haben wir ein Signal, das dürfen wir nicht überfahren. Deswegen muss ich mal aufpassen. Nichts auf die Lok. Motive konzentrieren. Wir fahren hier jetzt mal los. Wir machen Licht an. Auf die richtige Stelle. Dann fahren wir jetzt. Wir können auch in die Innenansicht gehen. Die Scheibenwischer wieder anmachen. Wenn wir auch was sehen, man hört das hier drin auch schön. Wir können auch die Ansichten wechseln, dass wir auf der Seite oder auf der Seite setzen. Je nachdem, wie man es mag. Ich fahre jetzt erstmal aus der Perspektive hier. Aus der Außenperspektive und ich überschreite schon wieder die Geschwindigkeit, deswegen bremsen wir ein bisschen. Ja, jetzt dürfen wir 60 fahren, dann können wir wieder ein bisschen beschleunigen. Ja, ich bin jetzt die ganzen Tag über mit automatischen Loks gefahren, also die automatisch die Geschwindigkeit geregelt haben. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen am Verkacken. Aber ist eben nicht so schlimm. Da vorne sehen wir auch schon unser Vorsignal. Das zeigt uns grün. Aber mit den beiden gelben Lichtern unten heißt es, dass das nächste Signal rot ist. Deswegen können wir schon mal die Geschwindigkeit rausnehmen. Und schon langsam den Bremsvorgang einleiten, damit wir da vorne am roten Signal halten können. Otenburgsort 101. Da halten wir dann auch nichts. Ich kann hier mal die Bremse wieder rausnehmen. Weil unsere andere Bremse bremst hier. Dann stehen wir auch gleich hoffentlich richtig. Damit die Weiche festgestellt wird. Hier vorne kriegen wir schon das grüne Signal. Müssen wir nur gucken, dass wir hier anhalten. Ich werde jetzt mal den Bremsvorgang einleiten. So. Dann wird auch das Quietschen gemacht. So, jetzt sollen wir warten. Da fährt uns auch ein ICE2 entgegen, wie sie auf dieser Strecke öfter fahren. Ich auch selber schon mal gefahren. Wir haben ja ein grünes Signal, aber wir sollen hier erstmal warten. Worauf warten wir? Ja, so. You have reached your first destination now. Drive the train to Hamburg Hauptbahnhof 303. Ja, wir haben den Fahrtrichtungswender umgestellt, dass wir wieder jetzt nach vorne fahren. Ich muss das Licht nochmal umstellen, so. Dann können wir auch wieder los. Mit Volldampf. Also 60. Die Weiche für uns wurde umgestellt. Naja, Beförderungsqualität. Ich bin alleine. Ja, man kriegt auf jeden Fall mal Punktabzug. Man kriegt Punkte, wenn man die Waggons richtig ankuppelt. Man kriegt Punktabzug, wenn man sie falsch ankuppelt. Man kriegt Punktabzug, wenn man zu schnell ist, wenn man so eine Notbremsung macht.
für all das kriegt man Punktabzug und man kriegt auch Punkte dazu. Man kann auch Achievements bekommen auf Steam. Das werde ich euch dann alles näher erklären, wenn ihr das Spiel weiter sehen wollt. Wie gesagt, ihr müsst mir das in den Kommentaren sagen, ihr müsst mir Daumen geben, ich werde das von den Views ableiten, ich werde das aus den Kommentaren lesen. Müsst ihr mir einfach mal sagen, ob ihr das wollt oder nicht, dann lasse ich das, wenn ihr es nicht wollt. Ich persönlich würde das Spiel gerne weiterspielen. Auch eventuell mit ein paar Gästen, dass ich so einen Short-Train mache. Weil das Gipsszenario ist, die dauern 85 Minuten. Ich werde die Folgen, wenn ich das weitermache, 15 Minuten lang machen. Da dauert das eben ein bisschen, ne? 85 Minuten für eine Strecke. Das Signal gilt für uns nicht. Wir haben das Signal da vorne. Man kann hier auch ranzoomen. Das zeige ich euch am besten mal aus der Innenansicht. Den kann man hier, wenn man die Taste, Pfeiltaste nach vorne drückt, hier ein bisschen zoomen. Nach hinten kann man wieder rauszoomen. Ja, ich fahre hier jetzt mal von außen, weil wir hier so am Rangieren sind. Das ist, glaube ich, besser. Und hier ist es jetzt noch egal, ob wir die Helikopteransicht 1 oder 2 wählen. Aber wenn wir dann mehrere Waggons haben, dann ist die 2 hinten und die 1 vorne. Ich muss mal gucken, dass ich nicht zu langsam werde, damit wir das auch schaffen. Hamburg Hauptbahnhof 303, da müssen wir gleich anhalten, wenn ich das richtig gesehen habe. Hier sehen wir das, halten Sie an der Station Hamburg Hauptbahnhof an. Genau. Kuppeln wir die ganzen Kram an, dann halten wir an einer anderen Station, halten wir an einer anderen Station, dann sind wir fertig. Wir müssen auf gleich, wir müssen auf jeden Fall gleich erstmal anhalten. So. Nicht nur bremsen, aber so ein bisschen bremsen. Signal zeigt halt das nächste. Deswegen halten wir hier schon mal an. Wir sollen hier anhalten. So. Gerade noch drin. Jetzt warten wir einen Moment. Und schauen, was uns denn erwartet. So. Die Bremse lösen wir. Und dann schaue ich mal, wo ich als nächstes hin soll. Kuppeln Sie die Waggons an. 303. Da hinten ist der Heißluftballon, womit man fahren kann. You have to reach Hamburg Hauptbahnhof. Now reverse the train round to Hansahafen. Ja, jetzt sollen wir rückwärts fahren, wieder. Und zum Hansahafen. Deswegen. Na, wo soll ich denn hin? Da hinten. Oh ja. Wenn wir da hin sollen. Wie kommen wir denn da hin? Achso. Hier hin. Okay. Deswegen gebe ich jetzt mal Stoff. Wir müssen natürlich rückwärts schalten. So. Ja. In 4,12 Kilometern sind wir denn da. Ja, Beförderungsqualität. Die Lok beschleunigt natürlich sehr schnell. Ich habe das beim Personenzug noch nie gehabt, dass ich zu schnell beschleunigt habe. Ja. Hauptsache, ich mache keine Minuspunkte. Unter Dunkelheit kann man natürlich auch mal sehen, wenn das Licht an ist, ne? Der Hafen hier ist auch schick gemacht. Es ist zwar nicht so viel drin wie in echt, aber doch schon gut. Der Hauptbahnhof sieht von den Augen super aus. Und ich wiederhole mich, glaube ich, wie gesagt, man kann sich richtig viele Add-ons runterladen. Also das kann ich mir gar nicht als, das kann ich gar nicht als bezahlen, so viel. Kosten leider alle Geld, außer ein paar Community-Add-ons, die kosten dann kein Geld, aber die richtig Qualitätssachen kosten mehr. Ich habe mir einige Sachen schon gekauft, aber eben nicht alles. Wenn ihr wollt, dass ich ein bestimmtes Szenario spiele, wenn ihr schon so eine Train Simulator 2013 oder 2014 fliegt seid, dann könnt ihr mir das gerne spenden auf Steam. Ich werde dann meinen Namen auch Beschreibung schreiben, wenn ich das nicht vergesse. Könnt ihr mir auch meinen Account Add-on schenken, wenn ihr das wollt, müsst ihr nicht. Ich werde die dann auf jeden Fall spielen, weil alles selber kaufen, das ist mir ja zu teuer. Ja, wir fahren hier gerade weiter. Muss mal kurz gucken. Wir haben ja grün. Aber wir dürfen nur 60 fahren, deswegen ist das ein wenig blöd. Auf Hochgeschwindigkeitsstrecken kann man bis zu 200 km/h fahren mit einem ICE 2. Mit den anderen ICEs kann man natürlich schneller fahren, mit dem ICE 3 auf anderen Strecken von München nach Augsburg. Ich werde euch das alles nochmal zeigen, wenn ich das weiterspielen darf. Das müsst ihr entscheiden. Ja, ich wiederhole mich, und der Fahrer sitzt irgendwie falsch. Das hätte ich nochmal ändern können, aber egal.
Er fährt sozusagen blind, wie ich am Anfang. Ja, wir sind gleich da. Wir sind ja schön über die Elbbrücken gefahren, wie in echt auch. Man kann direkt vor den Zug springen, wenn man denn will. Von der Straße aus. Und da kreuzen die Züge auch die Straßen. Wir sind ja auf einem Nebengleis, damit wir den Hauptverkehr nicht stören. Weil hier auf der Hauptstrecke fahren Intercity, Intercity Expresse und Regionalzüge längs, die in Richtung Hannover wollen oder aus einer anderen Richtung kommen. Ich weiß es jetzt nicht genau. Man muss aufpassen, dass ich nicht zu schnell bin. Weil da vorne zeigt uns das nächste Signal schon wieder Halt an. Oder warnt uns vor, das Signal ist noch grün, das nächste Signal wird rot sein. Deswegen kann ich schon mal den Bremsvorgang einleiten, weil wir sowieso auf 40 km/h runter müssen. Das Vorsignal zeigt uns, dass das nächste Signal auch rot ist. Deswegen bremsen wir. Das nächste Signal wird dann gleich bei der 40 kommen, wenn man auf dem Hut sieht. Das ist nur eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Es ist nicht verkehrt, wenn wir schon mal so langsam fahren. Weil da vorne müsste auch gleich unser Signal kommen. Das Vorsignal warnt uns nochmal, dass das nächste Signal auf Halt ist. Davor kommt noch ein Vorsignal. Ja, das ist hier natürlich alles zehnfach ausgelegt, weil man hier schnell reagieren muss. Das Signal steht auch noch auf Grün. Also muss ich mich ja nicht so ganz beeilen. Da vorne haben wir ein rotes Gleissignal. Da müssen wir dann anhalten, damit wir auf die richtige Strecke kommen. Wir sollen ja am Hansahafen anhalten. Das werden wir noch tun. 0,8. Vorne sehen wir ein Weichensignal, ein Gleissignal. Ich weiß nicht, was das, was die zu bedeuten haben. Aber hier sehen wir auch, hier kreuzen die Schienen, die Gleise, die Straße, kreuzen die Gleise, die Straße, so wollte ich das sagen. Ja, wir sind doch bald da. Wo wir denn unsere ganzen Waggons ankoppeln sollen. Ich hupe mal, damit ihr alle Bescheid wisst, dass wir jetzt über die Straße rüberfahren. Ich sehe hier auch das rote Signal für Autos. Zum Glück ist ja heute nicht so viel Verkehr, weil wir abends sind. Ja. Hier sehen wir auch LKWs. Und hier vorne sind wir dann gleich an unserem Bestimmungspunkt. Wo wir denn Waggons ankuppeln sollen, die da vorne stehen. Da müssen wir etwas abbremsen, damit wir nicht so doll reinrasen in die Waggons. Das macht sich nicht gut. Eine gute Geschwindigkeit wären so 10 bis 15 km/h, um an die Waggons ranzufahren, damit sie nicht entgleisen. Das hier ist, wie gesagt, eine sehr einfache Aufgabe. Es gibt Aufgaben, wo man mit einem Güterzug fährt, da wird man mit zwei E-Loks gezogen. Hier in Hafen gibt es natürlich keine Oberleitung auf diesen Nebenstrecken, wo Schiffe entladen werden. So, wir sind langsam dran. So könnten wir theoretisch es schaffen. Ich bremse noch ein kleines bisschen ab, damit wir wirklich nichts beschädigen. Mit dieser Geschwindigkeit dürften wir andocken können. So. Wir sind gleich dran. So. Wir sehen hier, wir sind gegen die Waggons gefahren. Wir können noch ein bisschen Stoff geben. Ne, kann man nicht. So, was haben wir denn jetzt gemacht? Hansahafen. Wir haben angehalten. Und jetzt? Achso, wir müssen natürlich erst die Waggons ankuppeln. So. Jetzt haben wir es. Ja, wir haben unsere Waggons successfully angekuppelt. Jetzt sollen wir zu den Empty Vans on the Quayside fahren. Fersman Crane. Fersman Crane. Aha. Achso, wir sollen zum Fersman Kai fahren und dann noch mehr ankuppeln. Wir schalten die Lichter um. Dann haben wir hier am Heck. Na. Hier am Heck. Na, keine Lichter. Jetzt steht das noch gerade falsch rum, deswegen machen wir mal den Richtungswender auf vorne. Fahren auch vorwärts jetzt, dann sollte das Ganze wieder richtig sein, genau. Jetzt haben wir hier hinten. Und wir setzen uns jetzt etwas langsamer in Bewegung. Deswegen fahre ich ein wenig schneller. In 3 Kilometern müssen wir dann wieder anhalten und die nächsten Waggons ankuppeln.
gebe jetzt ein bisschen Stoff. Natürlich dauert das mit Ladung natürlich viel länger. Das wird schnurren, wie ihr das merkt. Unsere Lok hat schon zu kämpfen damit. Ist aber auch keine Hochleistungslok, das ist eine Rangierlok meistens. Oder auch eine bei mir in der Gegend eingesetzte Güterlok, die auf den Strecken fährt, weil wir keine Oberleitung haben. In Schleswig-Holstein in Richtung Hamburg-Altona nach Westerland auf Sylt. Oder eher gesagt ab Itzehoe nicht mehr. Falls euch das interessiert. Diese Folge wird, wie gesagt, ein wenig länger. Ich hoffe, ihr guckt sie zu Ende, damit ihr auch einen Eindruck bekommt, wie das Spiel ist. Ich hoffe, ich darf das weiterspielen. Auch wenn ich am Anfang gefailt habe, das ist aber schon ein kleiner Vorgeschmack auf meine Fails. Ich mach mal die Schaltwäsche wieder aus, brauchen wir nicht mehr. Ich muss ja auch passen. Ich rufe mal wieder, damit jeder Bescheid weiß. Es wird jetzt hier auch ein wenig laut. Auf jeden Fall ist das in echt auch so, da sind wir auch mit leise gefahren. Wer schon mal in Hamburg war, hat das bestimmt gesehen. Wer schon mal in der Hafenklinik war und in der City die ganzen Touristen genau gesehen hat. Wir fahren jetzt in Richtung Persmann, Kai. Wo auch immer das ist. Die Gleise werden uns leiten. Wir müssen hier keine Weichen umstellen. Es gibt Szenarien, da müssen wir die Weichen manuell umstellen. Das ist auch wieder eine Sache, wo man dann failen kann, aber richtig. Ich gucke hier gerade, uns das Vorsignal Halt anzeigt. Nein, das Vorsignal zeigt uns freie Fahrt an. Wenn wir da längs fahren, wo ich das denke. Nein, ich glaube nicht. Doch. Das Vorsignal zeigt uns freie Fahrt. Wir schalten den Fahrtregler auf 0. Und Schubregler, wenn man das nennen will. Über die Geschwindigkeit von 40 km/h maximal nicht überstreiten. Die Frames sind oft ziemlich gut. Ja, dann zeigt das Signal hier an. Ein gelber Punkt, das ist ein weißer Punkt, das weiß ich nicht, was das bedeutet. Auf jeden Fall, nee, es war ein gelber Punkt, der uns sagt, das nächste Signal zeigt uns grün an, aber das nach dem Signal kommt ein haltzeigendes Signal. Und die Geschwindigkeit wird jetzt auf 60 hochgeregelt, sobald unser letzter Waggon die Geschwindigkeit des Messers überschreitet. Wir haben hier eine 40 angezeigt auf dem Signal, deswegen dürfen wir auch nur eigentlich, ne? Das waren jetzt irreführende Signale. Das Signal zeigt uns 4 an, das heißt 40 km/h. Und unser Interface zeigt uns 60 an. Wir fahren jetzt mal 60, vielleicht dürfen wir das ja. Ich weiß nicht, hat das letzte Auto auch mir 60 angezeigt, aber ich durfte nur 40 fahren. Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt schneller als 40 bin. Da so ein bisschen 41, 42. Das dürfen wir 60 fahren. Da hat das Signal einen Fehler gehabt. Passiert auch mal. Fahren wir 60 und steuern ihn langsam, weil da vorne müssen wir schon wieder halten am Fährsmann Kai. Da müssen wir noch neue leere Waggons ankuppeln. Die müssen ja auch eingesammelt werden, gell? Noch nicht so viel beschleunigen, weil sonst ist unser Bremsweg zu lang. Das Vorsignal zeigt uns wieder nächstes Signal in grün. Das Signal danach auf rot. Das ist eben bei Güterzügen mal wichtig, damit sie schon rechtzeitig bremsen können. Ich gebe mal kein Gas mehr, damit wir schon langsam die Geschwindigkeit reduzieren. Ich bremse schon mal ein wenig. Weil am Fährsmann Kai das Signal auf rot steht. Nehmen wir noch ein bisschen Fahrt weg. Stufenweise selbst verzögerte Bremse an. Leitung. Weil wir in ca. 600 Meter zum Halt kommen müssen. Ich will jetzt nicht wieder eine Dunkelbremse einleiten müssen. Wir haben hier wieder eine 4, das heißt 40 km/h maximal. Das nächste Signal zeigt uns rot. Ich habe die Geschwindigkeit leider überschritten jetzt, weil ich jetzt nicht drauf geachtet. Das kommt, wenn man am Sabbeln ist. Wir machen auf 69%, damit wir doch rechtzeitig anhalten. Weil wenn wir ein rotes Signal überfahren, haben wir ja schon verkannt. Sobald wir in den Bereich kommen, werde ich die Vollbremsung einleiten. Ich will die hier auf 100% stellen, damit wir rechtzeitig anhalten.
das nächste Mal hier nochmal keine Notbremse. Volle Funktion so. Wir hier auch anhalten können. Wir können auch ein Stückchen fahren. Aber eigentlich sollte das reichen. Genau, jetzt warten wir. Zieht die Bremse mal an, damit wir hier nicht wegrollen. Löse diese Bremse. Dann schauen wir mal, wo wir hin müssen. Wir müssen jetzt erstmal wieder ein paar Sekunden, Minuten warten. Mal gucken, wie lang das diesmal ist. Wir sollten ja, you have reached First Mankai. Now reverse the consist down the hill to Peterson Kai 104 at the dockside for loading. Ja, jetzt sollen wir unsere Waggons laden lassen. Wir müssen aber rückwärts, deswegen werde ich jetzt unser Licht wieder umstellen, dass wir am Ende des Zuges sind. Den Fahrtränder auf rückwärts stellen, dann gucken wir, wo wir hin müssen. Wir sollen hier hin, Peterson Kai, 0,76 Kilometer. Ich stelle hier das mal auf die Züge am Ende, damit ich auch sehe, wo ich hinfahre. Und gebe mal Gas. So. Jetzt sehen wir zwar unsere Lokomotive nicht mehr, aber das ist ja auch egal. Wir müssen ja sehen, wo wir hinfahren und nicht unsere Lokomotive sehen. Wir haben leider keine Lok am Ende des Zuges. Das dauert jetzt ein bisschen, bis wir wieder Gas gegeben haben. Ups, mein Ohr. Das Headset sitzt nicht richtig. Das war eine sehr spontane Aufnahme jetzt. Wir haben jetzt, glaube ich, 21 und 53 Minuten. Weil ich die bis gerade eben noch Train Simulator gezockt habe. Vor dem Morgen LS habe ich das entdeckt, oder? Wir haben dann die Aufgabe auch gleich geschafft. Das ist unser letzter Haltepunkt. Dann ist die Folge zu Ende, wo ich euch das gezeigt habe. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe es. Ja, hier überqueren wir wieder eine Straße. Ich betätige das Signalhorn. Das nächste Signal zeigt uns Halt an, deswegen brauche ich gar nicht mehr so doll beschleunigen. Es ist auch ziemlich egal, wie pünktlich wir sind. Wir sind ein guter Zug. 9% Fahrt. Ja, das reicht. Wir haben auch nicht mehr lange. Wir haben noch 500 Meter. Das schaffen wir so. Und 16 km/h. Lieber langsam ausklingen lassen. Ausklingeln. Weil da vorne ist unser Rot, zeigt das Signal. Ich hole mir jetzt nochmal die Genehmigung ein. Genehmigungsüberfahren ist halt zeigendes Signal erteilt. Wir haben ja ein rotes Signal, aber wenn man drauf. Wenn man darauf achtet, dann leuchtet unten zwei weiße oder gelbe Lampen. Deswegen darf man sich mit Befehl 40. Ja, wenn man jetzt in der PCB fährt, in der Zugüberwachung. Zwei weiße Lämpchen, das heißt, man darf sich mit via Befehl 40 die Erlaubnis, das Signal zu überfahren holen für die Bahner. Jetzt, wir sind hier gleich an unserem Zielort, wo unser Schiff, unsere Waggons vom Schiff beladen werden. Ich werde gleich mal die Bremsung einleiten, wir bremsen hier schon. Aber, naja, also Peterson Kai, oder Peterson Kai. Direkt am Schiff, damit die Hafenarbeiter schön ihre Sachen rein, die Waggons reinladen können. Das sind Waggons mit der Plane drüber, die Cargo-Waggons. Denke ich jetzt mal Plane, ja, mit einer Aufschiebeplane. Da kann man schön alles von drinnen einladen. Ich löse die Bremse hier mal, damit wir noch ein bisschen weiterfahren können. Ganz langsam. Nicht so viel Schub geben. Damit wir auch mit unserer Lok hier in den Bereich kommen, wo wir hinwollen. Das sehen wir an dem gelb markierten Bereich, da wo wir am besten stehen bleiben. Den erkennt er das auch. Wir sind doch gleich so weit, deswegen kann ich auch gleich die Bremsung wieder einleiten. Ja. Viel zu erzählen habe ich jetzt gerade nicht, aber ich sag jetzt einfach, was ich hier zu sagen habe. Ja, wir sind in dem gelb markierten Bereich. Ich löse jetzt den Bremsvorgang aus. Den halten wir auch. Warten wir noch einen Moment. Mal gucken, was uns die Mission jetzt sagt. Wir haben 467 Punkte verdient. Ja. Mal gucken. Das dauert jetzt wieder ein bisschen. Ich weiß nicht warum, aber. Soll mir egal sein. Wir haben unsere Aufgabe eigentlich erledigt. Halten Sie hier. Well done. Pünktlichkeitsmalus. What? Well done. You have successfully completed. Duties for this evening. Ja, wir haben unsere Arbeit erledigt. Wir haben leider Minuspunkte bekommen, weil wir nicht rechtzeitig angekommen sind.
Weiß zwar nicht warum. Hier Pünktlichkeit, minus 242. 8 Sekunden später. Was, wegen 8 Sekunden? 2,50, 8 Sekunden später. Mal 1,0, 1,0. Strafe, aha. Ja. Weil wir ein paar Sekunden zu spät gekommen sind, haben wir jetzt diese 986 Minuspunkte bekommen. 968, Entschuldigung. Mal, oh Gott. 250 bis minus 203 spät. Aha. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht. Da waren wir doch etwas zu langsam. Jetzt mal zum Hauptmenü. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ich das Spiel weiterspielen soll, dann gebt dem Video ein Like. Guckt das oder schreibt in die Kommentare, dass ich weiterspielen soll. Ich werde das weiterspielen, wenn ihr es wollt. Und ich verabschiede mich dann und sage ciao, ciao.